Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Olli1340. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin mal wieder auf Lossberg unterwegs. Lange Zeit nichts gemacht und heute ist mal ein bisschen Arbeit angesagt. Wollen wir jetzt mal gucken, was so das Viehzeug braucht. Weil, das habe ich mir gedacht. Also da haben wir ein bisschen Arbeit mit dem Viehzeug und wollen wir mal gucken, dass wir das mal erledigt kriegen. Und dann schauen wir weiter, was noch so alles anfällt. Also ich glaube mal, unten auf dem Hof sind noch ein bisschen Eier wegzumachen, sonst bevor ich da von Mutti Ärger kriege. Und all so ein Kram werde ich dann jetzt mal so nach und nach erledigen. Und nebelig haben wir auch. Und 7:41 schon hier auf der Map und ein bisschen geschludert, aber jetzt geht das los. Wollen wir mal gucken, was Lader, ob er denn wohl noch tut. Ja, er tut denn wohl noch. So, dann gehen wir erstmal rein in die Kühe und wollen da ein bisschen sauber machen. Und dann geht er schon los hier. Dann müsste ich dann ja nochmal eben schnell runter nach Peters. Ich müsste meinen Schlepper abholen. Der ist wohl fertig, der Deutz. Der mal wieder ein bisschen Problemchen gemacht hat. Naja, ist halt eben eine alte Karre und wir haben halt gewusst, wo wir gekauft haben, dass er also nicht der beste Schlepper ist. Aber ich bin ja ein totaler Deutz-Fan und deswegen Hubi weg, sonst bist du platt. Würde ich mich auch von ihm nicht trennen, also mit Gewissheit nicht. So, dann gucken wir, dass wir hier ein bisschen klar Schiff machen. Ein bisschen die Kühe versorgen und die andere Schafe müssen wir auch noch, ich weiß nicht, ob da Wolle ist und so ein Gedöne. Also erstmal weiß ich gar nichts. Ja, einige von euch werden sich fragen, warum hat denn so lange nichts gemacht auf Lossberg oder so. Ganz einfach zu sagen, fauler Hund gewesen und habe also echt mal ein paar Tage gesagt, so, ich habe da absolut keine Lust zu im Moment. Und war alles ein bisschen stressig. Dann kommt da sowas schon mal. Gehe ich ganz ehrlich mit um. Also wie gesagt, bin auch nur Mensch und fertig. Ist denn so. Da haben wir Standkühe hier. Die zwei wollen sich wohl nicht bewegen. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich habe immer mal ein paar Kühe, die hier dumm rumstehen und nichts tun. Außer Milch. Ja, Gras machen muss ich auch wieder mal ein bisschen und sich hier die Bude wieder voll kriege. Ja, Haus zur offenen Tür, Peters, das war auch so eine Geschichte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und so wie ich gesehen habe, euch auch. Ihn zu schauen und mal zu gucken, was der Olli so für Spinnerei manchmal im Kopf hat. Und ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich da nochmal was machen möchte mit alten Fahrzeugen oder so. Da muss ich halt eben gucken, was ich da im Einzelnen mache, weil es ist nicht einfach, die Gerätschaften, die da dran gehören an den alten Schleppern, zu bekommen. Und damit dann Felder zu bestücken und so, ne? Das ist ja das, was ich ja nicht machen will. Ich will da wirklich hingehen und dann wirklich alles alte Schlepper nehmen. Und alte Anbauteile und damit dann Felder bestellen, ne? So sieht's halt eben aus. Und eine Map zu finden, die dafür auch geeignet ist, ist auch nicht so einfach. Weil es sind zwar viele Maps da, die im alten Stil aufgebaut sind, aber mit viel modernen Kram. Und
Ich bin ein bisschen pingelig und dann geht es ja schon los, wenn da eine moderne Laterne steht. Mag ich schon nicht. Und habe ich jetzt noch nichts Richtiges gefunden. Aber das kriegen wir auch noch hin, dann machen wir da was Schönes raus. Und vielleicht werde ich da auch hingehen und nicht nur ein Video von machen, vielleicht auch eine Serie, so wie ich das hier mit der Lossberg mache. Aber es sind erstmal noch so Sachen, die mir im Kopf rumschweben und ich habe schon meine Ideen, wie ich das ganz gerne gestalten möchte und machen möchte. Oder werde ich dann mal gucken, die Tage irgendwann mal euch hingehen und mir da mal einen richtigen Plan machen und das dann in der Tat umsetzen. Ups, das wäre da. Ach, das ist das genau, das meine ich. Ja, die Kühe bewegen sich nicht. Nicht im geringsten. Mögen einfach nicht. So, der Gras ist mal schon mal voll. Silagewagen ist natürlich leer. Ja, kein Stroh drin. Ja, Heu machen muss ich auch. Ist der Tor offen? Aber die Kühe sind ja brav, die hauen ja ab. Mist, habe ich auch ohne Endlinie. Alter Schwede. Zeit nichts macht, bleibt natürlich auch einiges liegen. Ne? Und so ist das halt. Bin nicht so meine Art, aber manchmal geht es nicht anders. Ja, das ist eine Zauberkuh, die kann also durch Gitter laufen. Habt ihr gesehen, schwupp. Die nächste, die kann auch zaubern. Wupp, durch die Gitter gelaufen. Die fällt nicht auseinander. Nee, die auch. Ja, spezielle Kühe habe ich. Das ist einfach so. Die, dass sie zaubern können, die machen auch Milch, ne? Alter Schwede, wieso ist denn da so ein Puckel auf einmal drin? Jetzt nicht. Ja, schon kurios, ne? So alles gibt. So, Honigstrufen, so jetzt ins. Jo, ne, machen wir noch. Den Puckel da, wo kommt der wohl her? Er war die Tage aber noch nicht da. Okay.
knappe Legung. Dann werden wir wieder gucken hier. Headtracking habe ich auch keinen auf. Man kann ihn auf Null setzen, ja. So, ein oder zwei gehen da wohl noch rein. Ja, mit den alten Schleppern, also alte Schlepper habe ich genug, das ist nicht das Problem. Also nicht nur die, die ihr jetzt hier bei der Geschichte Peters gesehen habt, sondern ihr habt noch gefühlte 100 andere. Und nur wie gesagt mit den Anbauteilen oder so, das ist so eine Sache, die, okay, da bin ich noch nicht so richtig mit glücklich, aber wir werden sehen, was wir im Einzelnen kriegen können. Also alte Heuwagen und so ein Kram, das habe ich alles, das ist nicht das Problem. Wenn mir so ein bisschen fehlt, das nicht vernünftig läuft, sind so teilweise Flüge, die dabei waren und die man einfach gar nicht hinter sich herziehen kann, weil die mal quer gehen und all so Sachen. Da will ich halt eben mal gucken, dass ich da noch was Vernünftiges bekomme. So, und der ist auch voll. Und jetzt mal Futter. Und dann stellen wir den erstmal ab. So, dann huschen wir mal eben schnell runter und holen uns mal einen Schlepper hoch. Ja, das mit dem Schnelllaufen, das habe ich gemacht, weil in dem normalen Laufen, das ist ja echt blöde, von A nach B zu kommen. Ne? Oder wenn ich jetzt so hier, ne, von oben eine Kühe aus hier runter möchte. Was geht denn jetzt auf? Wieso geht denn das auf? Okay. Dann bin ich 3 Tage unterwegs. Das wollte ich auch nicht haben, oder? Was nehmen wir denn hier? Wo ist denn der? Was? Will doch einer. Hm? Da steht der. Der steht da. Hä? Okay. Haben die mit dem Schlepper gemobst hier, oder was? Jetzt nicht drüber nachdenken. Nehmen wir den Fan. Ja, Licht hat er, ne? Ohne Ende, ey. Das war das Tor auf. Also los hier. Die schon über den Hof gegangen heute oder was? Ja, dann hat Peters angerufen, Radlader wäre wohl für mich da, für die BGA oben. Da hätte wohl billig jemand Ehrgeheim bekommen, ein Hanomag. Ein älteres Fahrzeug. Soll mir egal sein, der soll einfach nur die Geschichte mit der BGA regeln, die immer noch nicht voll ist und wo wir so wirklich noch einiges an Gras reinfahren müssen und so. Und das ist einfach so. Warum ist ja auch nicht in einem Tag erbaut worden, ne? Wie war das? War das so? Ich weiß nicht. So, mal gucken, weil hier muss ich eigentlich aussteigen zum Ankoppeln. Und zu weit gefahren, Edgy Badgy. So. Jo, wollen wir mal tun. Hier ankoppeln. Zack. Zapfwelle dran. Läuft. Rein im Schlepper und dann wollen wir mal die Kühe abfüttern. Ne, von so komme ich da schlecht rein. Da fahre ich einmal um den Mistberg da rum, ne? Hülle, Hülle. Ja, schon wieder abfahren, ne? Mit Zeug.
Jetzt muss ich Mist machen, ne? Ach, wir stehen immer noch da rum, ne? Wie angewachsen. Aber keine Angst, Kinder, das ist aber auch kein Arzt zu holen, weil das sind Standkühe. Die laufen doch irgendwann, sind die weg. Nichts von krank, also alle gut. So, das haben wir. Dann machen wir jetzt nochmal ein Futter fertig, dann kriegen die noch Stroh und dann kriegen die noch Wasser. Und dann sehen die schon wieder gut aus, die. Ey, Mann. Ja, flott drauf hier heute. Stroh, wir kriegen. Ach man, jo, ich hab gerade gesagt, ich bin gut drauf. Und was ist? Fahr ich da wieder gegen so einen Star. So. Ja, das war das. Das hatte ich schon mal gehabt. Das muss ich dann. Ja, genau. Wenn ich zu nah an dem Schlepper bin, dann darf ich nicht die Escape-Taste drücken. Dann habe ich ein Problem. So, dann machen wir jetzt hier noch eben schnell eine Schaufel rein. Ja, gleiche wieder. Ein Stroh, zwei Heu. Können wir direkt einstreuen. Falscher Hebel. Ja, aber den Hochladen, der ist neu. Der ist gewachsen hier. Den Mist machen wir ja auch noch weg. Nicht gerade wenig. Noch nicht getroffen oder was? Dann nehmen wir den nach unten. Na, kriegen wir beide mit. Das wäre natürlich schön, weil wir sowieso zwei haben. Aber da fällt bestimmt einer daneben, ne? Pass auf, was ich sag jetzt. Boah. Na, nee, ey. Oh, mal gucken. Einer weg. Geil. So, der zweite weg. Dann noch Silage rein. Vielleicht ja wohl ein Licht, der Schlepper, wa? Alter Schwede, ey. So, komm mal. Nicht daneben schmeißen. So, dann kann ich bestimmt wieder Wasser holen, weil, ne? Der Wassertank auch wieder leer ist. Gut, der ist voll. Machen wir jetzt noch im Stroh rein. Was? Nächste Nachfrage. Ah, hier habe ich nicht. Ich habe keine Zeit für.
Sand weg. So, wollen wir mal gucken, wie viel müssen wir noch rein? Wasser, Wasser, Wasser. Hm, Stroh noch ein bisschen. Ein noch. Ein Stroh noch. Oh, Wetter. Ich, Wetter. Klar auch auf. Auch schon mal gut. Dann kommen wir da rum. Anzuecken. Nee. Oh, das geht auch. So, den einen nimmt er noch. Dann haben wir mit dem Stroh auch erledigt. Dann fahren wir rüber wegen Wasser. Können wir den Radlader machen. Oh, komm hier. Hey, ich hab da vorhin jetzt auch ausgemacht. Wir haben ja schon wieder hier rumgesaut. Nicht normal, ne? Echt. So, habt ihr. Nu ist voll. Ich schmeiß dir alles raus und nu ist voll. Mensch, Leute, macht irgendwie so ein Blödsinn mit mir hier. Vielleicht ruft Mutti an, die Eier müssen weg. Stehe ich hier. Nicht wegfahren eben. So, springen wir eben in den Rhein und fahren wir das Zeug eben auch weg. Stehen wir da rum. Standkühe. Ja, das ist ja toll. Das gefällt mir. Oh Mann, was ist los denn? Die Kugel nicht hier oder was? Nee, Leute. Wollen wir alle vorbeikommen? Ja. Bleibst du jetzt mal stehen oder was? Geht denn hier? Hm, okay. So, das haben wir, das haben wir. Stroh ist drin, das ist drin, Futter ist drin. Jetzt brauchen die nur noch Wasser. Da fahre ich mit dem Radlader rein. So. Ja, der steht da. Wasser ist da drin. Mist, ich muss Mist fahren. Ach nee.
waren hier eine Weile, ne? Achso, ja, muss ja aussteigen. Oh, geht ja nicht anders. So. Ist da noch Wasser drin? Wie geil ist das denn? Immer aufgetankt, dann ist das auch gut. Ja, reicht erstmal. Jetzt habe ich natürlich. Habe ich für die Schafe eigentlich Wasser stehen? Ich meine ja. So, dann fahren wir mal rüber zu den Schafen. Bude zu. Stall gelaufen. Ey, könnte ich verwetten, dass da schon wieder was drin liegt? Oh ne. So, dann fahren wir mal eben zu den Schafen rüber und gucken, was da noch los ist. Oh, man sollte doch hingucken. Man fährt, was man tut. Nee, 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 nee. Falscher Knopf, ey. Jo, 8:08 und das klärt nicht richtig auf, ne? So viel ist hier gar nicht drin, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich hier letzte Mal Gras besorgt? Für? Ich glaube nicht, oder? Anhänger Gras hier rüberfahren. Ne, hätte ich nur gekauft, ne? Das war eigentlich alles gewesen. Na ja, gut, ist auch nicht so schlimm. Wieso nimmt er das Gras denn? Legt das Gras denn jetzt nicht ab hier? Ja, toll. Das war natürlich auch eine schöne Geschichte, ne? Hm. Was hat denn den Trecker hier? Irgendwo hat er das Ding hier. Na, das ist schon wieder hingeschmissen. Mal gucken, wo das ist. So, über die Bande gefahren.
Junge, muss das sein, das Ding hier? Was war das nochmal? F5 oder was, ne? Eigentlich hier komplett. Kann doch nicht, was soll denn das jetzt hier? Schon mal sehen wir hier rein. Haben wir schon wieder was daneben geschmissen. Okay. Wo nimmt ihr dein Gras denn nicht? Verstehe ich nicht. Jetzt nochmal. Arsch hinten. Hat der draußen irgendwas? Kann nicht sein. Nein, hat er nicht. Warte mal, das Heu drin, ne? Oder was? Schmeiß den Driet mal jetzt hier hin. So. Nimm mal den Heuvogel und versuch den mal da reinzukriegen. Deswegen, wir hatten nämlich Heu hochgefahren, ne? So, und du? Dann will er nicht. Warum denn nicht? Was brauchen die denn noch? Ach so, okay, Entschuldigung. Keine Ahnung, versuchen, oder? Man sollte vorher gucken, Olli. Guck da mal ab und zu nach. So. Genau. Schmeißen wir den hier ran. Machen wir mit dem Wasser noch eben schnell. Ach man, Kinders, das sind mir die Knöpfe hier, ne? So, Schafe geht weg. Müsst ihr mir da mitten reinlegen? Einfach laufen in die Karre hier. So. Hier ist auch noch Wasser drin, das ist auch gut. Ja, für 6 Tage haben wir ja schon wieder genug, ne? Das ist ja schon mal nett. So, war irgendwann mit dem Radlader, musste nach Peters oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Da irgendwas, nee, Radlader nicht. Aber unten der Schlepper mit der Spritze, da war was abgebrochen. Kann ich den runterbringen und kann den anderen abholen. Und dann haben wir das auch erledigt. Gibt immer was zu tun hier auf dem Hof, ne? Zum Hof. Nicht die Eier vergessen, sonst gibt es Ärger von Mutti. Die Hühner können ja kaum noch laufen, da irgendwie. Hat sie gesagt. Hat er nicht gesehen.
fahre ich unten rum, genau. Da, 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 da. Aber das geht hier nicht. Doch. Komisch. Dann kann ich ja noch waschen und tanken, weil das sieht ja auch aus wie Ferkel. Ah, da liegt auch noch Gras. Auch noch wegholen. Wieso will man Feld nicht wachsen? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Da ist Weizen drauf. Das will einfach nicht wachsen, das Zeug. Okay. Ich weiß warum. Ich weiß warum der nicht wachsen will, weil ich hatte das ausgeschaltet, weil ich hatte irgendwas gemacht und deswegen hatte ich das ausgeschaltet. Und dann ist der Wachstum aus, genau. Langsam, normal. So. Und du kannst so wachsen. Tanken wir mal hin. Einmal voll tanken, bitte. Schon mal her, dann kann er nach oben. So, dann gehen wir ganz gemütlich durch die Werkstatt, ne? Rasenmähen hat ja was. Ey, die Eier. Ich darf die Eier nicht vergessen. Ey, keine Eier. Doch, drei sind da. So, tak, 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 tak. Eben aufsammeln. Ich guck gleich Fenster raus und das Theater in der Bude. Oh, ihr Verrückten. Könnt ihr weiterlegen. Zack. Jo, den habe ich nur leihweise hier. Den MF. Mal ausprobieren. Ich bin ja ein Schlepperverrückter. Ich habe ja so viele Schlepper für den kleinen Hof hier. So, nur mal gucken, der mit der Spritze. Da war hinten was abgebrochen. Da kann er dran tun. Ah, hier hinten hier war was abgebrochen. Egal. So. Ja, Losberg, schöne Map, also kann man hier noch sagen. Macht mir auch sehr viel Spaß hier drauf zu fahren. Vor allem ist das nicht so groß und man hat nicht so viele Kilometer zu fahren. Und ne? Ja, Hof Bergmann ist mir eine Map, die mir sehr am Herzen gewachsen ist. Ist mir aber persönlich zu groß, werde ich also vorerst nichts drauf machen.
ist ja so umfangreich, was da ja alles so gemacht werden kann und so, das ist ja schon heftig. Und da will ich mal gucken, dass wir da eventuell ein Team irgendwas machen. Eine Kindsköpfe. Hey. Sorry Kollege, ich hab nicht überlegt. Und da müssen wir mal gucken, das wollen wir erst noch besprechen und dann müssen wir halt eben sehen. Denn wir haben ja Team Kindsköpfe hat ja selber noch zwei Objekte am Laufen. Das haben wir hier World of Farming, die wir jetzt offen machen für alle. Und dann haben wir ja noch die Kieferhäuser, wo wir drauf streamen und da haben wir auch genug Arbeit mit eigentlich. Dann hat er wieder abgespeichert, der Kollege. So, dann lassen wir einfach mal hier stehen, dann kann er sich nachher wegholen. Meiner sollte fertig sein und Tor schon aufgemacht. Ja, da steht er. Ja, er rockelt noch ein bisschen und ne, ist alt. Ist einfach so. Aber ich liebe diesen Schlepper. In echt jetzt. So, der kann dann sofort hoch nach Rekühl. Dann habe ich den auch wieder oben. Wo ist denn die Schaufel von dem Vogel? Nö. Hier ist die nicht. Wo ist die denn? Wo ist die denn da drin? Ist auch nicht. Okay, kümmere ich mich später drum, wo die denn wohl ist. Wo habe ich die denn gepackt? Ich habe keine rote gehabt, eine grüne gehabt. Da hinten habe ich die nicht. Nee. Okay. Trecker weg. Schaufel weg. Ach, den Hänger, den wollte er noch verkaufen. Ich brauche keine zwei hier. Ja gut, weiß ich jetzt nicht, wo sie ist. Da ist doch auf dem Hof hier. Da ist sie nicht. Da ist sie nicht. Okay. Ist jetzt kurios, ne? Da hinten steht er noch, nur noch das vom, genau, das ist von dem,
Hier drin steht es auch nicht. Ja, okay. Dann wollen wir mal Gras schneiden. Aber ich muss Heu machen, ne? Heu machen. Ui. Die große brauchen wir nicht. Ja, das ist Blödsinn. So viel ist nicht. Also nur einmal das Feld hier vorne vorm Haus und dann einmal oben. Und wo habe ich die Schaufel hingestellt? Das war untertan. Okay. So, runter an den Vogel. So, ein Schneider ist in die... Gott sei Dank nicht. Nur hier eben wegschneiden. Und uns wieder ein paar Hoppenballen für die Kühe, für Futter. Schneiden hinten an die Wiese soll ich auch noch machen. Okay. Jetzt sind wir leider zu viel liegen geblieben, ne? Oder so. Vergessen. So ist es halt, ne? An ihm kuppert man die Beine. Flux.
So, ist das auch weg. So, immer das Stück Wiese hier. Dann haben wir auch ruckzuck erledigt. Und dann ist ja schon wieder Feierabend gleich, ey. Nochmal, die Zeit, die rennt, das ist nicht mehr normal. Da hängen geblieben. Und da los. Oh, so ein oller Pfahl drin. Ne? Guck mal. Ist ja nicht viel drauf, ne? So drei Krümel. Muss man mal vielleicht zwei Ballen oder so. Reicht, ne? Zwei Ballen haben oder nicht haben, ne? Da ist der Raps am Blühen, das ist auch schön. Dann habe ich dann beim nächsten Mal ein bisschen was zu tun mit den Feldern. Das ist ein Raps, ein Sonnenblumen, ein Weizen, glaube ich. So, auch erledigt. Ja, aber bringt mir der Schaufel ab, also das ist schon so eine Geschichte. Kann man echt überlegen. Hat es einmal lässt grüßen oder so. Was ist das nun wieder? Okay, deswegen.
So. Nehmen wir uns mal den Leihschlepper. Ja, ist klar, das habe ich mir schon fast gedacht, dass der wieder dahinter steht, ne? So, den stelle ich nur beiseite. Auch den dahinter. Nur ein Stück weiter vor, sonst kommt mir der Schlepper hier nicht raus. So. Ups, ups, andere Seite. So, wollen wir mal gucken, dann wollen wir noch ein bisschen Wendenabzeug und dann ist dem auch schon gleich Feierabend, ne? Ah, hier ist er noch ein bisschen. Wir haben ja keine Kollision, haben wir ja schon gesagt. Schon mal ganz nett. Jo, macht's hier aber gut, dieser Leihschlepper hier. Ja, hatte Peters mal gesagt, nimm mal mit und, ne? Ist ja so ganz nett. Probier mal aus, ob du mir klarkommst und mal von vornherein, weil ich kann ja nicht kaufen, will ja noch nicht kaufen. Ne, ja, nimm mal und. Ne. Ich weiß ja, ob man den aus der Konkursmasse gekauft hat oder irgendwie sowas. Kann ich so gar nicht sagen. Oh, das ist schick. So kann man ja noch sagen. So Schlepper-Taschenformat oder so. Er macht seinen Job, ne? Ist doch mal so. So.
Falscher Knopf. Ja, der Wender könnte ein bisschen größer sein hier. Das ist also ein bisschen klein. Naja gut, so viel Heu mache ich ja auch nicht eigentlich. Und der Wendekreis, der lässt sich wünschen übrig, ne? Könnte aber auch an meinem Lenkrad liegen. Vielleicht müsste ich das neu einstellen. So ihr Lieben, aber in diesem Sinne, Stunde ist schon wieder rum und wir haben doch einiges geschafft, ne? Wir haben die Kühe fertig, wir haben die Schafe fertig und ne, ein bisschen Wiese haben wir geschnitten. Und ich war endlich mal wieder auf der Lossberg drauf und alles andere, ne, kommt dann so nach und nach wieder. Ja, die Eier müsste ich noch wegbringen, aber dann mache ich dann gleich alles eben, das ist nicht das Problem. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Mittag, schönen Tag, schönen Morgen. Ich weiß ja nie, sage ich ja immer wieder, wann ihr die Videos guckt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ich hoffe auch mit den Einstellungen sind einigermaßen jetzt gelaufen. Ansonsten arbeite ich da weiter dran, dass ich das für euch vernünftig hinbekomme. Ja, ich würde sagen, ich bin da erstmal raus. Euer Olli 1340. Bis denn. Ciao, ciao.